still. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Resident Evil 7 Teaser Biohazard 7 Beginning Hour Mitternachts Demo Version für den PC. Ja, die Demo zu, oder der spielbare Teaser zu Resident Evil 7, was ja nächstes Jahr im Januar, glaube ich, rauskommen soll. Und wir, ich weiß überhaupt nicht, was hier überhaupt abgeht. Aber ich weiß, dass es jetzt für den PC rausgekommen ist, die Demo, und dass man die jetzt auf dem PC spielen kann. Vorher ging das ja nur auf den Konsolen, soweit ich das weiß, auf der PlayStation. Und jetzt ist es dann auch tatsächlich für den PC rausgekommen. Sehr interessant, ne? Ich habe mir kein Video angeguckt davon, weil ich irgendwie, ich wollte selber spielen. Ja. Und ich denke, es wird so ein bisschen rätselmäßig werden, weil es ist Resident Evil. Also, ich habe ja auch die Outlast 2 Demo gespielt. Halt die Klappe da drüben. Wer da auch immer ist und irgendwie was an der Tür macht, halt die Klappe. So, Outlast 2 war ja etwas linear, ne? Und Resident Evil, denke ich, dass es etwas rätsellastiger sein wird als jetzt das andere Spiel. So, ich werde jetzt einfach mal diesen Zettel nehmen. Ich habe so einen Schiss, ne? Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Ja, das ist schön für dich. Man kann sich auch Sachen so angucken, ne? Vielleicht ist ja auch irgendwie was versteckt oder so. Ich habe die englische Sprachausgabe. Es gibt es auch in Deutsch, aber weil ich gedacht habe, vielleicht ist es in Englisch cooler. Mit deutschen Untertiteln. Deswegen. Ich habe keine Videokasse. Das ist super. Ja, der Horror fängt schon an. Mein Controller vibriert da hinten schon durch die Gegend. Ja, jetzt wird einfach der Controller vibrieren, erschreckt. Ja. Hier läuft irgendwas durch die Gegend. Ich will das gar nicht sehen. Man kann sich hier auch so verstecken. Dann nimmt er so seine Hand und... tätschelt die Wand an. So. Es fehlt eine Sicherung. Das ist... Ja, super. So, Tür öffnen. Das macht mich schon wieder fertig hier. So. Ja. Ach ja, die kleinen... Alter, wie sieht das denn hier aus? Oh Gott, da geht's auch noch lang. Um Himmels Willen. Ich hab Schiss. Ja, ja. So, die Türen gehen von alleine zu. Das ist super, das ist sehr vertrauenserweckend. Gehen wir mal hier reingucken. Ich habe ja jedes Mal das Gefühl, dass irgendetwas hinter mir ist. Ich sehe mein Spiegelbild nicht. Aber das ist wunderbar. So, da geht es irgendwo hoch. Hier sind schicke Bilder an der Wand, ne? Ach ja, Oma, ne? Ach Gott im Himmel, ey. Wie sieht's denn hier aus? Das ist das schlimmer als bei Assi-YouTube. Ach Gott. So, erstmal gucken, was es zu essen gibt. Ja, das dürfte Geschnetzeltes von letzter Nacht sein. Ich mache hier wieder zu. Wo gibt es da was drin? Wie das auch noch so Fäden zieht, ne? Das ist total eklig. Um Himmels Willen. Wenigstens ist draußen Licht. Und es ist hell. Ein bisschen. So, hier haben wir ein schönes Huhn drin, ne? Das war ein bisschen zu lange in der Mikrowelle. Blöden Wasserhahn hier. Mal zumachen, das ist ja ekelhaft. Warum kommt da auch kein Wasser mehr raus? Die ganzen Motten hier, die durch das Licht fliegen. Um Himmels Willen. Alter, dieser Controller! Alright. Ehrlich gesagt fand ich den Kühlschrank jetzt ekliger, aber... Das ist reines Empfinden. Jesus Christ, wer läuft hier rum? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Schritte. Und das sind nicht meine Schritte. So, hier geht's auch noch irgendwo lang. Alter.
Hier ist eine Tür raus. Ein Bolzenschneider. Wie geht im Himmel? Was war das denn? Was ist das denn jetzt hier? Ich habe ein Kind hier gefunden. Das gehört mir nicht. Kann das jemand mal nehmen? So, hier ist die Tür nach draußen. Sie brauchen einen Schlüssel, um zu ihnen kommen. Das ist super. Ich muss mal hier dieses komische Kind hier wegkicken. Jesus Christ! Verpiesel dich. Okay. Wir wissen, wo der Ausgang ist. Das ist gut. Wir brauchen aber noch den Schlüssel. Okay. Und diese... Ist das... Über mir ist doch jemand. Kann mir keiner erzählen, dass über mir keiner ist. So. Okay, ich glaube, ansonsten haben wir hier eigentlich alles durch... Ich weiß es nicht. So, dann... Ich werde als erstes natürlich mal gucken, ob wir unten alles haben, ne? Also, ja, von... Nee, warte mal. Von da sind wir gekommen. Genau, da war der Raum. Und hier geht's auch noch irgendwo hin. Hier ist Blut. Meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Da duscht jemand das Fahrrad. Offenbar kann man etwas anbringen. Oh. Es ist kein Wasser im Tank. Super. Super. Oh, Pistolenmunition. Alright. Warum? Gott, im Himmels Willen, ey. Das arme Fahrrad. So. Am Arsch gehe ich da rein. Am Arsch gehe ich da rein. Natürlich. Da ist auch nichts drin. Okay. Kann man rennen? Da oben ist noch Pistolenmunition. Ich frag mich ja... ein leeres Notizbuch. Das brauche ich bestimmt, um mir meine Notizen aufzuschreiben. So. Türen sind auch mega gruselig, ne? Okay, also eins weiß ich schon mal. Ich werde nicht in den Keller gehen, beziehungsweise nicht in den Folterraum. Jetzt gehe ich mal erstmal, ja, nach oben. Weil oben ist es toll. Ich mag es oben. Stairs. Sollte ich das drücken? Keine Reaktion. Boah, diese ekelhaften Mannequin-Puppen. Scheiße. Das ist total eklig. So. Ich habe einen Bolzenschneider. I. Willst du mich verarschen? Ich habe einen Bolzenschneider. Oh, das tut mir leid. Wo könnte ich diesen Bolzenschneider einsetzen? Beziehungsweise habe ich schon alles hier entdeckt, was... I, was war das denn? Was macht hier so komische Geräusche immer? Ah, den Bolzenschneider. Hier, dafür habe ich den doch. F, okay. Alter, dieser Controller, der macht mich verrückt da hinten. Ich sollte den ausschrecken. Ein verlassenes Haus, eine Videokassette. Die können wir uns angucken. Oh, schön. Ne? Jungs, macht hier immer ganz komische Geräusche, wenn ich vorbeilaufe. Das ist nicht so cool. Das gefällt mir nicht. Jetzt fängt das Licht auch noch an zu flackern. Was? So, Videokassette. Ja, ja, die Aufschrift lautet Verlassenes Haus. Dalvey, 1. Juni. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh Gott. Mach mich jetzt schon fertig hier. Dalvey Haunted House. Super. Wie komme ich immer in so Häuser rein? Who? Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which,
Make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Ah, ich muss laufen. Ich dachte, ich könnte mich jetzt mal zurücklehnen oder so. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Okay, wir sind so eine Art Geisterjäger oder sowas oder Filmparanormale Aktivitäten in verschiedenen Häusern und auch in diesem Haus. Ich weiß nicht, ist das wahrscheinlich unser Haus? Are we rolling? Alright, let's go. Wahrscheinlich das Haus, wo wir auch drin waren, wo wir aufgewacht sind. Das ist wahrscheinlich die Vorgeschichte. It's locked. Wir haben die Geister erzürnt. Das war das erste Zeichen. Super, ganz toll gemacht. Wir hätten ja alle, wir hätten alle wieder gehen können. Where are we in hell this time? Das ist genau das Haus. Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Pete ist mir unsympathisch, ehrlich What's gesagt. The story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Können wir wieder gehen? Ah, shit! Oh, hier kann man was aufmachen. I should have worn my good shoes. Dort ist ein kleines... Ah, oh Gott, man kann hier noch Sachen aufmachen. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Andre, ja, das Hühnchen liegt schon seit Jahren da drin. Der Kühlschrank wird wahrscheinlich auch so aussehen. Andre! Andre! Ach, dachte ich, wäre André. You see where André went? André? Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Ja. Noch haben wir die Möglichkeit zu gehen. Okay, die Puppen waren vorher auch noch nicht da. Was that? Did you hear that? Mach die Tür auf. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Ich will nicht hier sein. Gott im Himmel. Bleib bei mir, Pete, ich lieb dich. What the hell? Ah, man kann sich auch bitten. You gotta be fucking kidding me. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ich stehe hinter dir. Das ist übrigens ein guter Plan. Ja, wir scheißen auf die Sendung. Hocken. Ah, okay. Ach, und das kann ich jetzt wahrscheinlich nachspielen. Ah. Das heißt, ich muss mir merken, im Kamin in dem einen Raum kann man nach unten gehen. Gibt es einen Geheimraum? Okay, du gehst zuerst runter. You first. Leck mich. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Ich könnte dich auch einfach runterschucken. Aber nein. Irgendwas passiert hier unten. Hundertprozentig. Ich will nicht hier runter. Nein, 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 nein. Nennt mich Weichei. What do you see? What is it? Gar nix. Oh, da steht André. Da steht der Typ. Komm runter. Ich will da nicht hin.
Der schwebt. Oh Gott. Hallo? Alter. You. Okay, ich werde dich an den Steinen zerschmettern. Ja. Dash them against the stones und plötzlich bin ich der kleine Junge. So, dann werde ich mal diesen Hebel betätigen und dann werden wir nach unten gehen, aber das erst in der nächsten Folge. Resident Evil 7, Biohazard 7 Dingens Preview Teaser. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch eine positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.